Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure Tails Playthrough. Und wir müssen natürlich wieder den Stein sammeln und zur Ice Cap Zone gehen. Wo wir eigentlich mit Sonic auch schon waren. Und ihr seht auch, die Level sind nicht alle ganz so lang wie Sonic. Man hat nicht alle Level. Und dadurch wirken auch die Zwischensequenzen sehr viel extremer, weil man einfach nicht zwischendurch so viel Gameplay hat. Und dadurch ist auch der ganze Playthrough sehr, sehr viel kürzer als der von Sonic. Und da wird alles kaputt gebombt, denn Angel Island ist wieder runtergefallen. Und dadurch geht alles kaputt. Das werden wir in den anderen Playthroughs noch sehen. Erstmal müssen wir mit Sonic, mit Tails zur Ice Cap Zone gehen. Was, wie gesagt, genauso ist wie bei Sonic. Nur kürzer. Ja, wie gesagt, ungefähr eine Stunde gehen die anderen Charaktere. Sonic sind so 2 bis 3 Stunden. Also Sonic ist ja längst und der Rest hat nur Bruchteile von Sonics Leveln. Und ja, Tails macht am meisten Spaß zu spielen. Einfach, es macht so viel Spaß, über alles rüber zu fliegen. Und vor allem mit dem Upgrade, was ich beim ersten Mal spielen nicht gefunden habe. Aber mit diesem Upgrade ist alles so viel leichter und macht so viel mehr Spaß. Und ihr seht, wie Snowboarden etwas, was ich glaube jeden Spieler überrascht hat, der vorher die anderen Spiele gespielt hat. Denn in Sonic 3 gab es eine Stelle, wo Sonic gesnowboardet ist. Und wenn man mit Tails gespielt hat, dann kam man zu der Stelle gar nicht. Man hat einfach danach gestartet und Tails konnte nicht snowboarden. In diesem Spiel ist das ganze Level Tails Snowboard Level. Und er hat sogar sein eigenes kleines Snowboard. Guckt es euch an mit den Schwänzen da drauf. Und ja, er hat die Möglichkeit zu snowboarden. Und das Ziel übrigens in jedem Level ist es, den Emerald zu finden vor Sonic. Was meistens kein Problem ist, dieses Level ist eigentlich das schwerste. Und ihr seht, ich verliere hier eigentlich nicht. Ich gewinne zum Schluss. Hoffentlich. Und ja, man muss vor Sonic den Emerald finden und dieses Level ist eigentlich das schwerste, weil man nicht die Gebrauch von seinen Fähigkeiten machen kann, also von Fliegen. Und man ist auf das Snowboard gebunden und hat, glaube ich, eigentlich genau dieselben Fähigkeiten wie Sonic. Also muss man schon ein bisschen lernen, wo es lang geht, diese Rampen. Wenn man rauf geht und ganz zum Schluss den A-Knopf drückt, dann macht man so einen kleinen Trick, fliegt ein bisschen weiter, wird, glaube ich, ein bisschen schneller. Und ich versuche ständig verzweifelt diese Rampen zu bekommen. Leider kenne ich das Level nicht so auswendig, dass ich es schaffe. Ich habe mit Tails schon mal alle Ränge geschafft. Also es gibt ja 3 verschiedene Level. Es gibt beim ersten Teil noch besiege Sonic. Beim zweiten besiege Sonic und sammle auf dem Weg 50 Ringe ein. Und dann ist besiege Sonic, der noch ein bisschen schneller ist. Und dieses Level ist eigentlich das größte Problem beim letzten Level, wenn Sonic wirklich super schnell ist, dann muss man wirklich jede Rampe nehmen, die einem in den Weg kommt. Und sonst wird das alles sehr knapp. Und ja, sonst ist eigentlich dasselbe Level, wie der Schluss von Sonics Level ist. Diese ganzen Sprung- und Eiszapfen-Stellen, wo man von einem Eiszapfen zum anderen springen muss, gibt es nicht. Man ist nur auf einem Snowboard. Und Tails freut sich natürlich, dass er endlich auch mehr Extremsport betreiben darf und nicht nur Sonic mit seinen blauen Stacheln. Aber gut, da sind wir jetzt. Emerald gefunden. You win! Wir gewinnen immer. Wir sind Tails. Natürlich gewinnen wir. 2 Minuten 19 ist auch so eins der längsten Level. Ich glaube, zum Schluss kommt noch ein bisschen längeres. Aber sonst sind eigentlich alle Tails-Level in knapp über einer Minute geschafft. Und hier ist ein Pool, der erfüllt keinen Zweck für die anderen ersten paar Charaktere, wenn man dann zum Schluss einen anderen Charakter spielt. Dann ist in diesem Pool, glaube ich, ein Upgrade drin. Aber zu dem kommen wir dann irgendwann noch. Und ich finde es auch sehr gut, dass Tails nicht so eine nervigen Geräusche macht wie in Sonic A. Kein Wupp, 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 wenn er läuft. Guck mal, da ist Knuckles. Und wir rennen gegen Baum. Knuckles, hallo. Hey, Knuckles! What's up? What are you doing? Don't mess with me now. Just hand over the emeralds you have. Quick! No way, Knuckles! Oh no! Oh no! Das ist der beste Spruch im ganzen Spiel. Hört ihn euch nochmal an. Oh no! Oh no! Das ist so kurz. Ständig monoton, wenn man ihn trifft. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no, the emerald! And they're all mine! Eggman's back! He's got the emerald! You two are fumbling idiots! You know that!
those are the Chaos Emeralds. You are so easily tricked. All I did was wait for you to bring it to me. What the heck is he talking about anyway? Don't you realize when you've been tricked? Tricked? No one makes a fool out of me. Way to go, Knucklehead. Four! Count them! Four emeralds. I summon chaos. Come forth. Und das ist wieder derselbe Boss. Chaos Nummer 4, den wir bekämpfen, ist derselbe wie bei Sonic. Man muss ihn einmal weniger treffen. Aus irgendeinem Grund haben sie sich entschlossen, Tails noch leichter zu machen, indem sie den Boss leichter machen. Keine Ahnung wieso. Aber sonst ist er einfach, manchmal guckt er aus dem Boden, springt drauf und tot ist er. Er ist sogar leichter noch, weil man einfach über alle Attacken rüberfliegen kann. Also der Boss ist wirklich kein Problem. Ich kann ja mal auf die Synchronsprecher eingehen. Tails wird gesprochen von Corey Bringers, der damals 10 Jahre alt war. Und das finden manche nicht gut. Alle sagen, das ist der schlechteste Synchronsprecher im ganzen Spiel. Und das kann möglich sein. Aber ich mag ihn trotzdem. Viele sagen, der klingt wie ein 8-jähriges Kind. Das geht nicht, das ist Tails. Das liegt daran, dass Tails ein 8-jähriges Kind ist. Tails ist ein Fuchs, der ist 8 Jahre alt. Sonic ist 15. Sonic wird gesprochen von Jason Griffith, der, ich glaube, bei Yu-Gi-Oh! Und bei Pokémon ein bisschen mitgesprochen hat. Ich glaube, er ist bei den Turtles irgendwie mit drin, irgendwo, im Film auf jeden Fall. Und, ja, Jason Griffith, Corey Bringers. Corey Bringers hat danach, glaube ich, nicht sehr viel synchronsprecherisch gemacht. Ich glaube, er ist Assistenzkameramann. Inzwischen irgendwie, ich habe mal bei seiner IMDb-Page nachgeguckt. Und ja, ich finde mal Synchronsprecher sehr interessant. Vor allem, wenn sie so jung sind. Danach hat er ja nicht mal weitergemacht. Er hat noch Sonic Shuffle gemacht. Und dann ist er in den Stimmbruch gekommen, der gute Corey Bringers. Und dann hat sein Bruder übernommen in Sonic Adventure 2. Und da freut sich Tails. Bip, 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 bip. Alle sagen übrigens, die Synchronsprecher sind alles scheiße. Ich find's gar nicht. Ich mag die Synchronsprecher, die Takes, die sie gemacht haben. Also, ist immer so, als ob Sega einfach die schlechtesten Takes, die sie aufgenommen haben, fürs Spiel verwendet haben. Und natürlich ist die Lippensynchronität nicht sehr gut vom japanischen Original. Und da haben sie nicht viel dran gearbeitet. Let's go!
Und da ihr das schon mal gesehen habt, gibt es ja eine Speed-Up-Version. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Sure.